Gut, wir ziehen die Scheiße jetzt noch durch, Leute. Ich sag's euch, wir machen das Eis cold as ice. Oh, wie sie mit ihrem Arsch erstmal wackeln muss. So, jetzt pass auf. Also, da, jetzt, das wäre die letzte, oder? Lieber hinter den Toren. Wir ja, hier siehst du alle Bereiche, in die du kommst. Außerdem siehst du, wie viele Zaubersteine du eingesetzt hast. So, schweig, ja. Schweig still, wir hätten alle. Dieses es sei Tor denn, führt uns zu den Kristallen. Ich habe noch wieder irgendwo was vergessen, da aber dann muss er ja... Da ist der Weg für dich. Er führt bestimmt zum Elixier. Los, schnell, vielleicht findest du es. Immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf den Silberkelch rechts oben... Wieso denn jetzt schnell? Als hätten wir es jetzt auf einmal eilig. Oh, sie labert nicht 25 Stunden. Und jetzt auf einmal sind dann die Kristalle da weg. Und jetzt fällt dir ein zu sagen, so, oh, da ist noch ein Weg. Nein, da bin ich ja noch gar nicht irgendwie 18 Mal hingelaufen. Ah, ihr nervt mich alle so. Twyla müsste hier irgendwo stecken. Ist er nicht. War ich schon. Hab ich schon gesehen. Kein Twyla da. Alles nur Verarsche. Mein Gott. Dass du das nicht rafft, Genevieve, du bist doch hier auch nur zum Arbeiten. Die nutzen dich doch auch nur aus. Ja klar, natürlich, was auch sonst. Gott, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Ja, da fährt sich jetzt bestimmt, ja genau, eine Brücke von unten nach oben. Eine Kristallbrücke. Da ist ja noch ein Weg für dich. Er führt ach so, zum hey, wo no, kommt schnell, der Weg denn her? Findest du es? Na klar, vielleicht. Den hatte ich ja vorher ganz übersehen, den Weg. Komisch, er war ja auch unterirdisch von irgendwelchen Kristallen verborgen. What the fuck? Geh weiter. Das Elixier ist bestimmt an diesem Weg. Geh weiter. Was? Ich bin doch gegangen. Wie sie mich da reinzwingen will. Los, los, komm. Geh weiter. Beeil dich. Schnell, schnell. Mach hin. Los. Ich will endlich nach Hause. Suchen wir weiter. Wir finden das Elixier oh, what bestimmt. The fuck? Da kommen uns ja ganz schön tricky schnelle Kristalle hier an. Oh, sieht da ein ich wollte doch darauf, warum nimmst du Genevieve nicht mit, hä, du blöde Plattform? Komm schon, Mann, Genevieve will auch auf der Plattform ein bisschen rumschwimmen, spielen. Hier ist es wunderschön. Geht so. Oh, oh, Achtung, diebisches Affentier, schnell, wuhu! Okay, wieso jetzt, wuhu? Du bist doch kein Zug. Oder eine Lok. Du bist doch einfach nur Genevieve. Sagte ich nur Genevieve? Das tut mir natürlich leid. Du bist Genevieve. Nur Genevieve. Das sind zwar ein Best of aller extrem schwierigen Schwierigkeiten hier. Die Bad Challenges. Everything is fucked up. Scheiße hier so. Aha. Gott, bitte mach, dass es aufhört. Ach Gott. Ganz ehrlich, scheiß auf den Affe. Dann soll er doch deine dreckigen Edelsteine nehmen. Was interessiert mich? Was macht er denn damit, der blöde Affe? Was will denn ein Waffe... Ein Affe mit Edelsteinen. Haben sich da gerade irgendwie die Erde gedreht? Ja. Oh, spring halt dann! Oh, du Dreckskamera. Was? What the fuck? Das Elixier kann nicht mehr weit sein. Okay. Ach, dann muss ich warten. Oh nein! Das Elixier kann nicht mehr weiter. Oh nein! Oh nein! Und schnell, hopp, eine jawohl! Obermünze. Ja. Schnell hin. Ich wette, da ist das Elixier. Komisch, die Zaubermünze sieht aus wie ein Elixier. Um dem Elixier zu helfen, musst du sie mit den Pfeiltasten und der Leertaste bewegen. Mit echt? Den Pfeiltasten bringst du wirklich? Jetzt kommt die Anleitung von ganz von am Anfang. Kann sie springen. Sobald du ich habe das Elixier habt, könnt ihr mit den Prinzessinnen Genevieves Tanzschuhe verzaubern. Danach könnt ihr alle zusammen ins Königreich zurückkehren, um mit eurem Tanz den König vor der grausamen Cousine Roswitha zu retten. Viel Glück. Und darauf bin ich wirklich so gespannt. Viel Glück. Jetzt sagt sie mir noch mal zum Ende sagt sie mir noch mal die Basics. Sei weiterhin genauso mutig. Wieso mutig? Ach, ist es jetzt der Moment, wo Spannung aufgekommen ist, oder was? Weil es jetzt ernst wird, oder wie? Und die verworrenen Storystränge jetzt zusammen zu einem wunderbaren, genialen Plan zusammengeführt werden, oder was? Wollt ihr mich verarschen, ey? Wenn du dich auf diese Plattform
Plattform stellst, kommst du rüber. Ich weiß. Ich habe die ganzen anderen Levels nichts anderes gemacht. Wie dreist ist das, jetzt anzukommen und mir jetzt hier die billigsten Sachen erklären zu wollen? Was soll denn das jetzt? Overview oder was? Wie sie da steht, guck dir das mal an. So, sie weiß nicht recht. Ich hole mir die Edelsteine. Wir müssen auf die andere Seite, um auf der Plattform zum nächsten Teich zu kommen. Moment, wo muss ich hin? Da hoch oder was? Hätte ich einfach stehen bleiben können. Komm weiter. Was? Das Elixier kann nicht mehr weit sein. Moment. Ich muss da rüber und hätte da jetzt nicht einfach so hinlaufen können. Hier so oder da hoch oder an der Seite vorbei. Nein, ich muss da natürlich da drauf. Das Elixier kann nicht mehr weit sein. Ja, das macht schon irgendwie keinen Sinn. Nein, das macht wirklich keinen Sinn. Aber naja. Ignorieren wir das mal dezent. Oder ist es jetzt noch hier wichtig, wo ich langlaufe? Ich glaube nämlich nein. Komm, weiter! Das Elixier kann nicht mehr weit sein. Ach, fuck, ey, wieso komme ich noch nicht rüber? Wir müssen auf die andere Seite, um auf der Plattform zum nächsten Teich zu kommen. Ich weiß. Gut gemacht. Das Elixier haben wir im Nu. Ja, da bin ich gespannt. So, hoch. Fahr mich hoch, Mann! Voll durch den Kopf. Boah, da hätte ich jetzt ne? Ich weiß, ihr hättet es euch auch gewünscht, das zu sehen. Aber jetzt seht ihr dann wenigstens das Ende. Ah, ne, da kommen nochmal 25 so hässliche Drecksplattformen. Oh, das ist nochmal voll challenging jetzt am Schluss. Oh, ich muss mich gerade richtig anstrengen, dass ich hier nicht einen tierischen Wutausbruch krieg. Ja, ich weiß, du brauchst es mir nicht in fetter Slow-Mo zeigen. Ich weiß, es ist voll tricky und ends gefährlich, voll groß und total abgefreakt und voll schräg und so. Und hey, überhaupt nicht einfach und da musst du dich jetzt voll anstrengen, sonst schaffst du das nicht und so. Aha, ja, ja. Wo muss ich denn hin? Da rein. Ach, fuck. Ernsthaft? Zu den Edelsteinen! Brutus ist hier! Zu den Edelsteinen! Oh, what the fuck? Fährt das jetzt hier einmal so übelst schnell rum, oder was? Oh, beschleunigt das jetzt wieder? So, also voll mit Speed, ey. Das ist so geil. Das ist wie diese komische... wie der Bürotisch von Stefan Raab mit seinem Motor drin. Da liegt ein Baumstamm mitten auf dem Weg. Wer macht denn sowas? Ich muss schon sehr bitten. Total asozial, mir jetzt hier noch solche... Solche Sachen in den Weg zu. Dann können die Prinzessinnen zum König heimkehren. Wie es auf einmal alles voll groß ist und voll weit und voll lang dauert und das sind auch. Ach, sie kann da nicht durch, weil die Sachen darunter spritzen oder was. Ich verstehe. Sie freut. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ah ja, easy. Ein bisschen geflogen, aber passt schon. Wenn du dich auf diese Plattform stellst, kommst du rüber. Ja? Wer hätte das gedacht? Da haben sie sich ja mal wieder mördermäßig was einfallen lassen. Und hopp. Lauf weiter. Wir müssen das Elixier holen. Echt? Was denn für ein Elixier? Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, da unten ist so eine magische Plattform. Da fliegt es natürlich. Na klar. Wir könnten versuchen, zwischen den Seerosenblättern zu dem Elixier hinüberzukommen. Was für Seerosenblätter? Was denn für Seerosenblätter? Und warum gibt es hier so viele Wege? Guckt euch das mal an. Was ist denn hier los? Was ist los? Da kann ich nach oben. Das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen, oder? Ich wollte doch da eigentlich hoch. Ja gut, ich dachte auch mehr, dass das so eine Plattform wäre, wo ich mich draufstellen könnte. Und die mich dann nach oben fährt. Oh nein, Plattform, warte auf mich. Oh, du Plattform, du blöde Plattform. Komm schon, ist das dein Ernst? Komm schon wieder her.
Ich muss auch drauf, ich muss auf diese komischen Dinger da steigen. Schau sie lang, weil sich auch schon voll die schöne, gute Wief. Los, Kristall, schneller! Los, höher! Und was für Seerosen meinte sie jetzt genau? Hier sind ja keine. Oder meinte sie diese Bilderrosen? Bilderrosenhosen. Das ist natürlich sau episch, dass sich jetzt da die Kristalle nach oben fahren. Ach, ich bin ja fast da. Das ist ja so schön. Das ist zu schön, um schön zu sein. So. Und das Ende nähert sich. Los, weiter. Fuck! Wir schaffen das. Nochmal kurz durchatmen und etwas entspannen, wieder runterkommen. Wir müssen neue Kräfte sammeln. Komm weiter. Wir dürfen hier nicht so lange rumfummeln. Und da bin ich auch schon ordentlich auf der Plattform gelandet. Das ist wirklich ganz fantastisch. Bald hast du das Elixier. War es das jetzt? Kann ich da jetzt endlich hoch? Kannst du bitte dann die Kamera drehen, du blöde Kamera? Mein Gott, ey. Kannst du... Ich sehe doch so nicht, wo ich hinspringen muss. Boah. Manchmal, da gibt es Dinge, die kotzen einen echt an. Kennt ihr das? So, hüpf und los. Und rüber und... Komm her, du Plattform. Komm her. Komm her. Und jetzt fahr rüber. Schneller. Ah, endlich. So, jetzt darauf. Und dann sammeln wir das scheiß Elixier ein. Die mit ihren blöden... Oh, ich wette, ich muss mit Schöne Wirf noch tanzen, weil ihre Schuhe kaputt sind. Dann mache ich ein Duett-Tanz mit ihrer Schwester. Wie sie darüber fliegt, guck dir das mal an. Da kann sie dann auf einmal elendslang springen. Jawohl! Ach so, so klein ist das. Ja, klar. Naja, sicher. Klar. Was auch sonst. Wie seine Antwort immer nur Backflips sind. Macht das mal auch, wenn eure Eltern oder wie auch immer oder Freund, Freundin, Kumpel, Kumpeline fragt, hey, hast du Lust auf was zu essen? Und dann macht ihr einfach einen Backflip als Antwort. Bedeutet immer ja. Backflips bedeuten immer ja. Also im Spiel sah sie schöner aus als in der Animation, die gute. Wie die klatschen, oh mein Gott, scary. Und es klatschen nur zwei. Ja, klar. Endlich, Lacey. Wir haben uns ganz schön angestrengt. Da hat sie wenigstens Zähne und eine Zunge, aber ein bisschen zu groß alles. Und diese aufgespritzten Lippen. Der Ton ist voll unheimlich. Und wir müssen deine Tanzschuhe noch verzaubern, Genevieve. Versuchen sollten wir es unbedingt, Derek. Darf ich helfen, Genevieve? Ich möchte wieder gut machen, dass ich das Elixier verloren habe. Aber sicher, Lacey. Hab kein schlechtes Gewissen. Boah, sind die gruselig. Das hätte uns doch allen passieren können. Nein. Los, komm. Vielleicht finden wir mit unserem Tanz einen Weg in die Freiheit. Oh, um eine Gott. Prinzessin zum großen Pavillon zu bringen, musst du ihr den passenden Edelstein anheften. Ist das jetzt schöne Wief? Musst du einen Edelstein anklicken und ihn zu der Prinzessin bringen, zu der er gehört. Klicke dann auf die Brosche, um zu sehen, ob er passt. Ja! Jetzt, da wir das Elixier haben, müssen wir nach Hause zurück und Vater retten. Nicer Scheiß. Um Tanzstar mit der Prinzessin zu spielen, musst du mit der Maus die Felder rechts und links am Bildschirm anklicken, dann tanzt sie. Ja, mit Schöne Wirf tanze ich doch gerne. Jetzt habe ich so viel Zeit mit ihr verbracht. Mit der Guten. Kannst du bitte aufhören zu labern? Ich möchte jetzt mit Schöne Wirf alleine sein. Ich weiß. Ich möchte selber mit ihr einen Tanz aussuchen. Danke, du brauchst mir nicht zu helfen. Klicke auf den Stern, um dir deinen fertigen Tanz anzusehen. Wenn du das Stoppsymbol anklickst, kannst du deinen Tanzstar-Tanz so oft du willst ändern. Komisch, wenn ich das Stoppsymbol anklicke, hörst du auch nicht auf zu labern. So, meine Süße, schön dir werfen. Also den brauchen wir natürlich. Der hat sich bewährt jetzt die ganze Zeit und Schöne Wirf macht das absolut toll. Und hübsche ist es ja, ne? Und wen haben wir denn jetzt noch? Nee, den nehmen wir nicht. Der war auch immer geil. Ja, die waren alle geil.
Doch, der ist auch super. Den machen wir noch. Ja. Ja, sehr gut. So richtig schön dämlich. Das ist, der ist auch geil. Ja, das, der ist, also der Move. Abseits von jeder Statik und Logik. Hüpft sie einfach mal rum. Der ist auch super. Der auch. Erst rein, ja. Gut, gut. Und dann nehmen wir den noch, der ist auch cool. So geil. So, und dann einen letzten, meine Lieben. Ja, der ist nochmal zum Abschluss, zum locker machen. Locker, locker. Beine lockern. Und dann gucken wir uns das an. Und ein Feuerwerk und sie zertanzt ihre Schuhe. Warum tanzt sie jetzt eigentlich noch? Jetzt haben ja alle getanzt. Jetzt müssen ja die anderen dazukommen. Alle zusammen. Und jetzt tanzen alle zusammen. Los! Aber die anderen sind nicht da. Wieso sind die anderen nicht da? Schön, die Werf gibt sich so viel Mühe. Ach, solche tollen Tanzmove hat sie sich einfallen lassen. Und sie können alle so gut tanzen. Vor allem schöne Werf. Sie tanzt so gut, sie tanzt so schön, sie hüpft herum. Oh, wie so ein Zirkusaffe. Und die Beine lockern. Das war's. Der richtige Tanz für eine Prinzessin. Die magische Treppe. Weil wir fest zusammengehalten und fleißig getanzt haben, können wir jetzt ins Königreich zurückkehren und unseren Vater retten. Und ihn hoffentlich von Roswitha und Detlef befreien. Worauf wartet ihr? Auf eine extra Einladung? Los, retten wir den König! Und mit dem Elixier ist Vater bald wieder ganz gesund. Ein sehr ausladendes Gesäß. Und nun des Königs letzte Tasse Tee oder besser Giftbecher. Denken, er sei an einem gebrochenen Herz gestorben. Habt ihr es gesehen? Da kam voll die Wurst raus. Willkommen, Roswitha. Wir sind hier, um unseren Vater zu retten. Was? Wieso seid ihr denn plötzlich hier? Weil wir fest zusammenhalten und unseren Vater sehr lieben. Ha! Liebe ist was für Schwächlinge wie du und deine Schwestern und euren kraftlosen Vater. Und jetzt bekommt ihr, was ihr schon immer wolltet. Die Musik passt halt überhaupt nicht. Wenn der Zauberstab auf eure Tanzschuhe puste, wünsche ich mir, dass ihr Schwestern bis an euer Lebensende tanzen müsst. Ich kann nicht aufhören zu tanzen. Ich kann nicht aufhören zu tanzen. Autsch, au, hör auf mich zu treten, du Grobian. Autsch, mach, dass du wegkommst. Oh, wieso ich? Bitte um Vergebung, Hoheit. Ich bin ein Böser. Kommt es zu spät? What Papa, the fuck? Kannst du mich hören? Lacey? Ich glaube, ich kann ihm helfen. Ja, aber... Ach komm, der ist doch auch erst 20. Roswitha hat mich vergiftet. Das soll also der Vater von den Ganzen sein, ja? Oh Gott, da sprechen wir mal von Inzucht. Nein, ich war schuld, weil mir wichtiger war, was andere sagten. Ihr seid alle außergewöhnliche Prinzessinnen und jede auf ihre eigene Art wunderbar. So wie eure Mutter immer sagte. Und wo ist die? Hä? Und jetzt zeugst du mit deinen Töchtern weitere Töchter. Dann und der mit seinen Wurstfingern. Du bist doch nur in Genevieve verknallt. Felix! Verzeiht, Hoheit, das hätte Felix nicht sagen dürfen. Obwohl es wahr ist, ich liebe Genevieve. Ich liebe Derek auch, Vater. Was? Dann werden wir eure Liebe mit einem königlichen Fest feiern. Was? Was? Was ist da? Wie sie guckt? Jetzt, was da du den König vielleicht... Roswitha und Detlef gerettet hast, kannst du zur Feier von Derek und Genevieves Liebe mit allen Zaubersteinen, die du auf dem Abenteuer gesammelt hast, mein großes Finale spielen. Mit den Genevieve gehört mir! Zusätzliche Feuerwerke, Lichter sonst und niemandem kommen, um eine königliche Show zusammenzustellen. Mein großes Finale Show. Spielst du genauso wie die anderen Spiele zuvor. Klicke einfach durch die drei Kästchen rein, um deine Wahl für die Show zu treffen. Sollen wir einfach nichts machen, Leute? Klicke weiter auf die Kästchen, um deine Traumshow zu gestalten.
Oder sollen wir nichts machen? Wir machen mal was. Sau gut auf jeden Fall. Schön, die Wiefs Liebe mit dem Typen mit der Flöte. WTF. Was ist denn da los? Wieso haben die jetzt was miteinander? Was soll denn der Scheiß? Dann hätte ich das ja alles niemals gemacht. Scheiß doch auf die. Wow, eine geniale Show. Du hast dich angestrengt. Das hat sich wirklich gelohnt. Mit dir rede ich gar nicht mehr, Genevieve. Ach, komm schon. Ach, what the fuck, ey. Was ist denn das für ein Ende? Was ist denn das jetzt? Ach so, einfach so. Kein, hey, du hast das Spiel durchgespielt, yay. Oder, hey, es ist vorbei, wir zeigen mal die Credits. Nein, fick dich, wir gehen einfach mal ins Hauptmenü und dann tschüss. Wenn du einige Spieleeinstellungen, bevor du dein Abenteuer fortsetzen kannst, musst du einen Namen aus der Liste auszuklicke hier, um dein Abenteuer fortzusetzen. In diesem Spielstand ist der Spielschrank abgeschlossen. Geh zur Schatzkiste, wenn du irgendein anderes Spiel noch einmal spielen möchtest. Nein, das möchte ich wirklich nicht. Ich bin sehr enttäuscht von dem Ende. Die Storyline war die ganze Zeit so geradlinig und perfekt und jetzt auf einmal, bam, voll mit der Faust ins Gesicht. Ich bin wirklich sehr traurig, dass ich zum Schluss nicht Genevieve abgekriegt habe, sondern nur der blöde Flötenmann. Ich bin traurig, verabschiede mich von Barbie und die 12 Musketiere, die tanzenden Nachtwächter, die 12 fliegenden Husaren, die 12 Ersatzspieler des FC Bayern, die 12 Automechaniker von Audi, die 12 Straßenreiniger aus. Keine Ahnung. Polen. Also nichts per se jetzt gegen. Lassen wir das einfach. Ich danke euch vielmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wem das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, einen Kommentar, favorisieren, abonnieren. Nein. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir das sagt, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Schreibt mir auch gerne drunter, was als nächstes kommt. Ich habe auf jeden Fall schon was für euch vorbereitet. Ich habe ein Pferdespiel auf jeden Fall noch in petto, ein Barbie-Spiel auf jeden Fall noch in petto schon vorbereitet und vielleicht auch sogar noch ein Barbie-Pferdespiel. Boah, wir werden mal gucken. Es gibt ja noch so, ne, es gibt ja auch was ganz Interessantes. Es gibt ja auch eine sehr interessante Barbie-Serie momentan und ich verrate noch nicht zu viel. Da habe ich mir schon so ein bisschen was einfallen lassen. Ansonsten danke, dass ihr immer so fleißig kommentiert habt, dass ihr immer zugeguckt habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann zeigt meine Videos euren Freunden etc., damit wir ein bisschen wachsen können und es mehr Leute erreicht, die sich dann auch die Videos angucken können. Und so würdet ihr mich wirklich super unterstützen. Und ein Like hilft mir immer und am meisten freut mich immer ein Kommentar. Also kommentiert fleißig. Ich danke euch vielmal fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Projekt. Guckt euch, wenn ihr es noch nicht kennt, die anderen Barbie-Sachen an oder andere Videos. Ich mache noch mehr. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr immer dabei wart. Ich bin raus. Tschüss und bis dann.